Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gerade lief der Entwickler-Talk und hier eine kleine Zusammenfassung, damit ihr wisst, was in der nächsten Zeit auf euch zukommt. Es wurde über Patch 1.1.1 gesprochen, es wurde über den letzten Patch gesprochen, es wurde über die Season gesprochen und viele Änderungen, die in der nächsten Zeit kommen werden. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Vorab, im letzten Video hatte ich euch ja erzählt, ich verlinke es euch oben nochmal, dass jetzt Level-Requirements für Weltstufe 3 und 4 da sind. Für Weltstufe 3 war es Level 40, für Weltstufe 4 war es Level 60. Das Ganze wurde direkt einen Tag später, heute, wo ich das Video aufnehme, wieder zurückgenommen. Also ihr könnt Weltstufe 3 und 4 auch wieder freischalten, ohne Level 40 bzw. Level 60 zu sein. Außerdem wurde hier im Entwickler-Talk direkt zu Anfang gesagt, dass sie in Zukunft nie wieder so ein Patch rausbringen wie 1.1. Das heißt, nie wieder so viele Nerfs auf einmal, ohne gleichzeitig einen Buff zu haben in Form von neuen Items, neue Möglichkeiten, neue Builds zu spielen. Und allgemein möchte ich mal vorab sagen, guckt euch das Video gerne einmal selber an. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Man hört richtig raus, dass sie extrem darüber enttäuscht sind, wie das Spiel gespielt wird. Und da rede ich nicht von den ganzen Casual-Leuten, sondern von so Leuten wie mir, die wirklich hohe Nightmare-Dungeons spielen und vor allen Dingen, ich glaube, also sie haben es auch gesagt, hat denen extrem gestunken, dass Leute in Nightmare-Dungeons hinten stehen geblieben sind. Einer ist gelaufen in Dungeon, einer stand hinten und wurde geboostet. Sie haben es nicht Boosting genannt, aber sie haben es natürlich nett umschrieben von wegen, einer hat den Fun und ist vorne im Dungeon und der andere bleibt hinten stehen. Und das gefällt denen ganz und gar nicht. Nightmare Dungeons sollen allgemein gereworked werden in der Zukunft. Nightmare Dungeons 100 ist nicht so, wie sie sich das Ganze vorstellen. Die sind da natürlich immer ein bisschen schwammig. In Zukunft soll es so sein, dass Stufe 70 quasi das neue Level 100 wird. Stufe 100 wird. Also sie stellen sich vor, dass Stufe 70 das ist, was jetzt Stufe 100 ist. Und in Zukunft soll es da noch andere Möglichkeiten geben, für die krassen Spieler sich eine große Herausforderung zu stellen. Haben aber noch nicht gesagt, inwieweit das was genau da implementiert wird. Aber es soll irgendwas mit den Nightmare Dungeons passieren und noch eine zusätzliche Möglichkeit geben, neben den Nightmare Dungeons Endgame-Stuff zu haben, um sein Bild richtig auf die Spitze zu treiben. Außerdem war ein großes Thema, dass jetzt Patches nicht einfach so erscheinen sollen immer vorher angekündigt werden und vor allen Dingen mit Patchnotes. Das heißt, entweder durch so einen Livestream, wie wir den hier haben, wo Sachen gezeigt und erklärt werden, oder halt durch Patchnotes in einem Blog. Das wird mir natürlich besser gefallen, als wenn man sich immer wieder so ein Video angucken muss. Aber es soll auf jeden Fall immer vor dem eigentlichen Patch passieren. Haben selber gesagt, dass sie da immer ein bisschen knapp bei der Zeit sind, deswegen kann es mal kürzer sein, mal länger sein. Der Plan ist immer eine Woche, es kann aber auch kürzere Zeit vor dem Patch sein. Da kommt es wahrscheinlich immer darauf an, was genau da gepatcht wird. Wenn es jetzt nur ein kleiner Hotfix ist, wahrscheinlich nichts, aber bei einem größeren Patch auf jeden Fall. Dann natürlich das Thema Verwundbarkeit wurde direkt am Anfang angesprochen. Ich hatte das ja auch schon im letzten Video gesagt. Verwundbarkeit wurde um 40% genervt mit diesem Patch 1.1, wo dieser extrem krasse Nerf drin war. Und man hört einfach raus, wie die beiden Joes, das ist einmal der in der Mitte und einer der und der ganz links, der Joe Pierron oder so ganz links, der auch viel auf Twitter unterwegs ist, die sind gar nicht zufrieden damit, wie die ganzen Builds aufgebaut waren vor 1.1, weil jeder Build war auf Verwundbarkeit ausgerichtet. Knochensperr, Totenbeschwörer war auf Verwundbarkeit ausgerichtet, Druide war auf Verwundbarkeit ausgerichtet, Barbar war auf Verwundbarkeit ausgerichtet. Beim Rogue weiß ich es nicht und beim Magier war es auch Verwundbarkeit. Und das hat denen gar nicht gefallen, dass wirklich alles auf Verwundbarkeit aufgebaut wurde. Ich meine, ist klar, wenn man eine Glyphe reinbringt, die Gegner 3 Sekunden verwundbar machen und dann pro Geschicklichkeitspunkt da 10% Verwundbarkeitsdamage reinhauen, dann ist klar, dass die Leute auf die Idee kommen, ey, Verwundbarkeit könnte vielleicht ganz gut sein. Allgemein ist es, man hört es richtig raus, sind sie nicht zufrieden so, wie das Game von Anfang an an den Start gegangen sind. Und ich hoffe, dass
der Nerf, der jetzt gekommen ist, der letzte ist und dass das Game jetzt so gebalanced ist, dass sie zufrieden sind. Sie wollen immer noch, dass extrem krasse Builds funktionieren und auch rauskommen und die wollen auch die Leute, dass die diesen Spielplatz, so haben sie es genannt, ausgenutzt wird und die Leute da krasse Builds auf die Beine stellen, aber so wie es bisher gelaufen ist, haben sie es sich nicht vorgestellt und sie wollen gerne, dass andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um verschiedene Builds zu haben, um dann den Endgame-Stuff da zu bespielen. Meta-Changes sollen jedes Mal vor jeder Season passieren. Da musste ich ein bisschen schlucken, als ich das gehört habe. Das heißt, nach 3 Monaten, wenn wir jetzt die Season gespielt haben, gibt es wieder Meta-Changes. Ich bin gespannt, inwieweit das, wie das aussieht, weil ich habe jetzt keine Lust, jede Season mich irgendwie neu einzustellen und zu gucken. Ich weiß, da haben viele Bock drauf, dass sich das Game immer schön wandelt und so, aber man will ja auch irgendwo mal seinen Stiefel durchziehen. Also neue Sachen ausprobieren ist schön und gut, aber immer die Meta zu ändern, schwierig. Muss man gucken, wie man das macht. Da braucht man natürlich auch viele Items und so. Wir haben jetzt 6 legendäre Items, 7 neue Aspekte, 36 Herzen. Wird spannend, wie das in Season 2 dann sein wird mit den Meta-Changes. Nächste Woche Freitag, das heißt genau, wo ich das Video aufnehme, eine Woche später, kommt schon der nächste Entwickler-Livestream und da geht es um Patch 1.1.1, der dann ein paar Tage später folgen soll. Ich gehe mal dann von Dienstag aus, weil Patch ist dann eigentlich immer dienstags. Das heißt, nächste Woche Freitag hören wir schon mehr vom Patch 1.1.1 und sie haben natürlich auch schon ein bisschen was angeteasert. Ich guck mal eben, was habe ich mir aufgeschrieben. Barb und Zauberer sollen gebufft werden, extrem gebufft werden, so dass sie wieder spielbar sind. Und, da muss ich ausschlucken, als ich das gehört habe, es gibt einen weiteren Tab in der Kiste. Also hier, der Kollege hat natürlich die Fragen und die Sachen aus dem Internet von der Community vorgelesen. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt und wir haben Probleme mit den Kisten und die Juwelen, die kommen ja erst in Season 2 raus aus dem Inventar und aus der Kiste. Und jetzt bringen die eine einzige Kiste mehr rein. Für wahrscheinlich, wenn ihr alle Season-Character spielen wollt, 5 Season-Character, die dann irgendwann rüber transferiert werden. Ich verstehe es nicht. Also, 5 haben wir dann, ne? Ja, 5 Kisten. Wieso hauen die da nicht 10 Kisten rein oder machen das Inventar länger oder scrollbar oder größer oder Sachen stacken lassen? Das verstehe ich nicht. Es ging auch um Aspekte. Denen ist klar, dass wir viele High-Roll-Aspekte in den Kisten haben, aber die machen dagegen nichts. Es gab einen richtig coolen Vorschlag, hat er hier vorgelesen, aus der Community. Da hat einer gesagt, wieso macht ihr nicht, dass die Kodexe der Macht, die wir aus den Dungeons kriegen, dass wir die kriegen können und dann, dass wir die aufleveln können und sozusagen dann auf Level 5 das Maximum oder auf Level 10 das Maximum haben und die dann immer wieder benutzen können, ohne dass wir Aspekte sammeln müssen in der Kiste. Ja, haben die nichts zugesagt. Denn die haben nur gesagt, ja, uns ist klar, dass ihr viele Aspekte in den Kisten sammelt und die Kisten voll sind mit den Aspekten, aber wir haben Pläne dazu, wir sind da dran und ja, das war's. Also, naja. Außerdem kommt im Patch 1.1.1, dass Respecken 40% günstiger sein wird. Die haben mehrfach gesagt, dass sie wollen, dass es mehr Build-Varieties gibt und mehr Builds da sind. Und um das auch noch einfacher zu machen für die Leute, wird das Ganze 40% günstiger. Ich habe vor kurzem meinem Druiden von Pulverisieren auf Klauen umgewechselt. Das Video kommt irgendwann die Woche. Und das hat irgendwie 10 Millionen gekostet, das ganze Paragon-Board leer zu machen oder sogar noch mehr. Also es war richtig teuer und selbst mit den 40% sind es immer noch 6 Millionen. Also überlegt man sich vielleicht zweimal zu respecken oder nicht. Finde ich 40% ein bisschen wenig, aber besser als gar nichts. Außerdem wird, ich weiß nicht, ob es jetzt im Patch 1.1.1 war, ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass die Monstermenge in Nightmare Dungeons und auch in der Höllenflut erhöht werden sollen. Das heißt, in Nightmare Dungeons komplett durch die Reihe weg. Alle Nightmare Dungeons werden die Monstermengen, also die Knubbel auf einem Haufen, vermehrt und auch an bestimmten Gebieten in der Höllenflut werden die Monstermengen erhöht. Das soll ein bisschen gegensteuern dazu, dass Mivea jetzt weniger Erfahrung bekommen durch den letzten Nerf, der gekommen ist mit der Erfahrung. Ist aber noch nicht alles, sie denken sich auch immer noch, die haben immer noch Pläne dazu, von Level 50 auf Level 100 schneller zu kommen. Also sie wollen schon, dass es challenging ist, aber es soll sich nicht anfühlen, als wäre es irgendwie Arbeit.
Und dann gab es noch richtig cooles Question and Answer hier mit dem Kollegen. Er hat ein paar Fragen vorgelesen, die habe ich mir aufgeschrieben. Ob es Leaderboards gibt? Ja, es wird Leaderboards geben in Season 3. Es werden aber nicht solche Leaderboards sein wie wer hat dieses oder jenes Dungeon am schnellsten abgeschlossen. Da wird es andere Kennzahlen geben, wie die Leaderboards dann aufgebaut werden. Keine Ahnung wie. Vielleicht irgendwas mit Überlilith oder so. Zu Überlilith haben die gar nicht wirklich was gesagt. Die haben nur gesagt, dass Überlilith halt Day Challenge sein soll für das Endgame. Und man hat wieder zwischen den Zeilen gehört, dass denen echt, dass sie es nicht gut fanden, dass Überlilith jetzt schon so oft und so easy gelegt wurde. Das hat man echt schon rausgehört, dass ihnen das echt nicht gefallen hat. Die beiden Joes, die waren da schon ein bisschen angefressen, dass die krassen Builds da so, also gerade Knochensperr und so, die machen ja Millionen an Schaden, dass die die Überlilith so easy gepackt haben. Dann gab es noch eine Frage zu den Uber-Unix, also zu diesen sechs übertrieben krassen Items. Da hat er nämlich eine Frage vorgelesen, die fand ich extrem passend. Er hat vorgelesen, hat einen aus der Community gefragt, dass es ja aktuell eigentlich mathematisch nicht möglich ist, diese Uber-Unix zu bekommen. Und da hat der Joe ganz links, ja, sind beide Joe, Joe ganz links gesagt, dass es in Zukunft so sein wird, dass die Droprate ein ganz kleines bisschen angehoben wird, aber sie nicht wollen, dass diese Uber-Unix in irgendwelche Builds mit reingerechnet werden, sondern wirklich als unerwartet sind. Also, dass man nicht damit rechnet, dass die fallen. Außerdem soll in der Zukunft es neue Möglichkeit geben, diese Uber-Unix zu bekommen. Was genau, wurde natürlich nicht gesagt. Und dann war ein Thema Crowd Control, das heißt der Kontrollverlust. Das hatte ich schon ganz oft bemängelt. Gerade jetzt, wo ich den Build gewechselt hatte auf den Clown-Build, hatte ich das Gefühl, dass ich viel mehr Probleme mit Crowd Control habe. Und bei anderen Klassen ist das auch extrem. Da ging es auch nochmal um Nightmare Dungeons Level 70 und höher, dass es da extrem schwierig ist und vor allen Dingen auch im Hardcore. Es soll in Zukunft mehr Möglichkeiten geben und bessere Möglichkeiten geben, Crowd Control zu umgehen. Sie möchten, also sie haben es nochmal ganz klar betont auch, das Game soll hart sein, aber nicht unfair. Und da sind sie dran, da andere Dinge reinzubringen. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen mit dem Entwickler-Talk. Fand ich ganz spannend. Lasst mal gerne unten in den Kommentaren stehen, wenn ihr in Zukunft, das heißt also für nächste Woche Freitag, auch ein Video von mir haben wollt, wo ich das Ganze zusammenfasse. Ich fand es extrem spannend und finde das ganz cool, dass solche Informationen auch ein bisschen geteilt werden, auch was so in der nächsten Zukunft von den Kollegen von Blizzard da implementiert werden soll. Also nicht nur für den nächsten Patch, sondern auch für Season 2 und 3 schon. Und eine Kleinigkeit noch, Patch 1.1.1, nicht der letzte Patch für die Season 1. Es sollen natürlich noch weitere Patches folgen innerhalb der Season 1. Also keine Sorge, es wird noch weitere Patches geben. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt, was interessant war. Wurde noch ein bisschen mehr gequatscht, aber das fand ich jetzt nicht so nennenswert. Ich würde mich extrem über einen Daumen nach oben freuen, Leute, über ein Follow auf dem Kanal und sage bis zum nächsten Mal, Leute.